Du willst dieser Person tatsächlich helfen? Falls du Carolins Schwester meinst. Sie ist sehr krank. Und du glaubst das wirklich? In spätestens 24 Stunden möchte ich die ganze Summe auf meinem Schreibtisch haben. Und was ist mit der Abmachung? Sie haben die Abmachung gebrochen. Isabelle ist krank. Ja, zumindest spielt sie eine Kranke. Macht es Ihnen wirklich so viel Spaß, die Hilfsbereitschaft anderer Leute auszunutzen? Isabelle! Der Puls ist ja unregelmäßig. Die Atmung ist ganz flach. Verdammt nochmal, glaubst du jetzt, dass sie krank ist? Es tut mir leid, aber das konnte ich doch nicht wissen. Das sieht wirklich ernst aus. Würdest du bitte einen Notarzt rufen? Ja, mach ich. Isabelle! Hören Sie mich! Hören Sie mich! Isabelle! Was soll ich denn damit? Kaufen Sie sich eine Tageszeitung. Da inserieren Firmen, die Menschen wie Ihnen gerne unter die Arme greifen. Sofortkredite, ohne lästige Fragen. Tolle Idee, wirklich. Ja, wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen auch jemand empfehlen. Vielen Dank, ich verzichte lieber. Aber ich verzichte nicht auf mein Geld. Morgen Abend, spätestens 18 Uhr, bin ich wieder da. Meinen Chauffeur kennen Sie ja schon. Ich bin nicht besonders scharf darauf, Ihrem Mitarbeiter noch einmal zu begegnen. Und falls Sie auf die Idee kommen sollten, für ein paar Tage zu verschwinden, ich finde Sie. Ihretwegen tauche ich ganz bestimmt nicht an. Ich sehe, wir verstehen uns. Bis morgen. Verdammt! Egal, was los ist, das Teil hier kann bestimmt nichts dafür. Witzig. Wenn du wüsstest. Na, ich kann es mir denken. Die Dawn ist mir eben über den Weg gelaufen. Sie will bis morgen die 17.000 zurück. Den ganzen Schotter auf einen Schlag. Schöner Mist. Und jetzt? Suche ich mir einen netten Menschen, der mir das Geld für Wucherzinsen leiht. Ein Kredithai ist mindestens genauso gefährlich wie diese Eva Dawn. Aber gibt's denn keine andere Möglichkeit? Sobald Steffi da ist, mache ich mich auf den Weg. Ja, wir sehen uns einfach beim Mittagessen. Ja, bis dann. Guten Morgen. Morgen, hier steckst du. Nachdem ich dich nicht beim Frühstück gesehen habe, dachte ich, du hast verschlafen. Würde mir nie passieren. Aha. Das ist also dein Modell für die Messehallen. Ja, das wollte ich dir gerade zeigen. Arno, ich habe noch einmal nachgedacht. Ich möchte mein Modell für den Architekturwettbewerb nachmelden. Ach, Philipp. Wir haben doch lang und breit darüber geredet. Das wäre einfach... Du hast Bedenken, ich weiß. Aber wenn wir nicht nur deinen, sondern auch noch meinen Entwurf anmelden, haben wir die doppelte Chance, den Wettbewerb zu gewinnen. Aber es geht doch nicht allein um den Wettbewerb. Wer den ersten Preis gewinnt, bekommt normalerweise auch den Auftrag. Den will ich haben. Das will ich auch. Ja, aber dieser Entwurf ist zu aufwendig. Das könnten wir niemals bauen mit unserer Ausstattung, unseren Maschinen. Dafür finden wir schon eine Lösung. Also ich finde dieses Modell sehr interessant. Wenn es ausschließlich um Kreativität ginge bei diesem Wettbewerb, ich hätte überhaupt nichts dagegen. Eine lange Einleitung für einen Nein. Ja, es geht um einen wichtigen Auftrag. Dieser Entwurf ist leider für uns eine Nummer zu groß. Sieh das bitte ein. Hm? Vielleicht weiß ich über die Möglichkeiten der Firma noch nicht gut genug Bescheid. Vor dem nächsten Architekturwettbewerb sprichst du mit mir und dann reichen wir beide gemeinsam einen Entwurf ein. Hm? Und was heißt das? Frau Mohr hat einen Tumor im Gehirn. Aber das wissen wir doch. Dieser Tumor hat in den letzten Tagen einen Wachstumsschub gemacht. Und zwar so weit, dass er die Funktion der Atmung langsam beeinträchtigt. Und was bedeutet das genau? Es ist nicht auszuschließen, dass die Atmung ganz zusammenbricht. Das heißt, Sie müssen sofort operieren? Ja, möglichst bald. In 2 Wochen hätte Frau Mohr einen Termin in den USA. Bei einem Spezialisten. Das können wir auf keinen Fall warten. Das wäre definitiv zu spät. Was wollen Sie denn hier? Lorenzo Lopez, der Fußballprofi. Der liegt doch hier. Bitte verlassen Sie die Station.
Sie können im Augenblick nicht zu Herrn Lopez. Gibt es Probleme? Wir würden gerne Herrn Lopez interviewen. Ich verspreche, Sie ausrufen zu lassen, sobald der Zustand von Herrn Lopez ein Interview zulässt. Pause. Herr Doktor, können Sie diese Operation durchführen? In Deutschland gibt es niemanden, der das machen könnte. Der Eingriff ist zu kompliziert. Und was ist mit diesem Spezialisten aus den USA? Sie meinen Professor Snipes? Ja. Ja, natürlich kann er das machen. Aber Frau Moore kann in ihrem Zustand nicht nach New York. Ja, dann muss dieser Mr. Snipes eben herkommen. Ja, der Mann soll sich ins nächste Flugzeug setzen und morgen hier operieren. Wer übernimmt die Kosten? Na, wir natürlich. Hauptsache, Frau Moore wird wieder gesund. So. Dankeschön. Oh, ich danke. Wiederschauen. Es geht um meine Schwester, Isabel Moore. Was? Sie hat das Sanatorium verlassen? Ich verstehe nicht. Ja gut, dann verbinden Sie mich mit Professor Brunner. Oh nein. Na gut, dann melde ich mich später nochmal. Bis dann. Wiederhören. Mhm. Sobald ich eine Ablösung habe, komme ich ins Krankenhaus. Ja. Oh, Daniel kommt gerade. Vielleicht kann er ja übernehmen. Ciao, Henning. Bis später. Gut, dass du da bist. Kannst du meine Schicht machen? Ja klar, was ist denn passiert? Carolins Schwester ist zusammengebrochen und liegt im Krankenhaus. Was hat sie denn? Keine Ahnung. Henning hat gerade angerufen. Ich muss sofort vorbeifahren. Ja, sag ihr gute Besserung. Mach ich, danke. Kann ich bitte einen Sekt auf Eis haben? Ja, komm gleich. Hi. Sag mal, hast du irgendwo Heino gesehen? Nee, der hat heute noch einen wichtigen Termin. Was willst du denn von ihm? Ich muss dringend mit ihm reden. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn so vermissen würde. Er fehlt mir sehr. Willst du dich mit ihm versöhnen? Ich weiß noch nicht, wie ich ihm das klar machen soll, nach allem, was ich ihm an den Kopf geworfen habe. Ja, das war wirklich ziemlich hart. Es tut mir auch schrecklich leid, diese ganze Erpressungsgeschichte. Warum gehst du nicht einfach zu ihm und redest mit ihm, hm? Ich fürchte nur, dass er mir nicht glauben wird, dass ich ihn nicht verletzen wollte. Kathi, ich glaube, ich muss dir was sagen. Heino hat im Moment nicht nur den Krach mit dir am Hals. Was meinst du denn damit? Dass er wirklich Schulden bei dieser Eva Dorn hat, das hast du ja im Moment kapiert, oder? Wenn er die 17.000 bis morgen nicht bezahlt, dann lässt sie ihn von irgendwelchen Schlägern fertig machen. Das gibt Arbeit. Begeisterungsstürme scheinen meine Kollektion aber nicht auszulösen. Nein, nein, die Modelle sind toll. Ich habe nur gerade dran gedacht, dass ich das alles alleine ausräumen darf. Heino treibt sich mal wieder rum. Ja, so ist das eben mit Mitarbeitern. Wenn man sie braucht, sind sie nie da. Davon kann ich ein Lied singen. Was ist denn mit Philipp? Kann er sie nicht manchmal unterstützen? Naja, momentan ist er bei Brandenbau ziemlich eingespannt. Wenn er eine charmante junge Frau wie sie im Stich lässt, muss ihm die Arbeit aber viel Spaß machen. Ja, er geht voll und ganz in seinen neuen Projekten auf. Philipp und Arno scheinen sich gut zu verstehen. Arno hält sehr viel von Philipp. Deswegen konnte er auch nicht für sie arbeiten. Er fühlt sich Arno gegenüber verpflichtet. Mittlerweile frage ich mich allerdings, warum. Arno ist so schrecklich stur. Ich weiß nicht, ob ich bei ihm noch eine Zukunft habe. Guten Tag, Frau von Anstetten. Guten Tag, Philipp. Wie kommt denn Ihr plötzlicher Sinneswandel zustande? Aber Heino hätte sich nicht auf Sie einlassen dürfen. Das hat er jetzt sicherlich auch verstanden. Kannst du mir nicht das Geld für Heino leihen? Aber natürlich, Kathi, keine Frage. Danke, Mama. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Aber hältst du es für eine gute Idee, wenn du seine Schulden bezahlst? Soll ich etwa zulassen, dass er verprügelt wird? Nein, so habe ich das nicht gemeint, aber er hat ja immer deine Hilfe abgelehnt. Ich glaube kaum, dass er begeistert ist, wenn du dich wieder einmischst. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Ja, du solltest zuerst mit ihm reden.
Völlig sinnlos. Er geht mir aus dem Weg. Ach, wie konnte ich ihn nur für den Erpresser halten? Wenn nur dieser Flugunfall nicht passiert wäre. Heino hätte keine Schulden, hätte niemals diesen Job bei dieser Dorn angenommen. Und wir hätten es auch nicht gestritten und getrennt. Vielleicht könnte er euer Problem doch noch lösen. Ja, genau. Und wenn Heino seins alleine nicht lösen kann, dann helfe ich ihm eben. Egal, ob ihm das passt oder nicht. Was hat Arno denn gegen ihr Modell einzuwenden? Es ist doch sehr kreativ, im gewissen Sinne sogar richtungsweisend. Er meint, das Ganze ist zu opulent. Er glaubt, die Firma kann es nicht bauen. Ach, typisch Arno. Es gibt doch immer Möglichkeiten. Was hältst du denn von meinem Entwurf? Ich kann mir bei Skizzen immer schlecht vorstellen, wie das in Wirklichkeit aussieht. Schau, es gibt eine ganz luftige Konstruktion. Verspielt und mutig. Architektur für die Menschen. Ja, es hört sich gut an. Sie sind ein begabter Architekt. Leider darf ich mein Können der Firma nicht zur Verfügung stellen. Philipp, seien Sie etwas geduldiger. Arno wird Ihnen bestimmt später eine Chance geben. Vielleicht haben Sie recht. Als neuer Mitarbeiter kann ich nicht erwarten, dass er mein Modell bei einem Wettbewerb einreicht. Arno, ist es eigentlich egal, wie lange jemand bei Ihnen beschäftigt ist. Wenn etwas gut ist, dann steht er auch dazu. Aber Steffi, sehen Sie doch selbst. Philipps Entwurf ist absolut großartig. Vermutlich hatte er keine Zeit, darüber nachzudenken. Aber jetzt ist es sowieso egal. Ich hätte mir eine Menge Arbeit sparen können. Wenn du willst, rede ich noch mal mit ihm. Danke. Aber das ist, glaube ich, zwecklos. Ach komm, wir können es doch wenigstens mal probieren. Ich bin hier sowieso gleich fertig. Alle Achtung, wie Sie Steffi auf Ihre Seite gezogen haben. Sie haben mir dabei geholfen. Sie ist nur durch die Voruntersuchung sehr geschwächt. Das Atemgerät dient der Sicherheit. Falls Ihre Atmung wieder aussetzt? Wir können nur hoffen, dass sie so lange durchhält, bis der Spezialist eingetroffen ist. Stimmt. Sie schwebt ja nicht in akuter Lebensgefahr. Im Moment nicht. Die Ärzte sagen, dass der Tumor jederzeit weiterwachsen kann. Mensch, das ist ja furchtbar. Immerhin hat sie die Voruntersuchung gut überstanden und Professor Snipes ist auf dem Weg. Ist Caroline mittlerweile informiert? Ich habe versucht, sie auf dem Handy zu erreichen, aber sie muss irgendwo im Ausland sein. Sag mal, das Sanatorium, in dem Isabel war, hat Caroline nicht dort eine Adresse hinterlassen? Nichts. Wir müssen abwarten, ob Caroline sich nach ihrer Rückkehr meldet. Für Isabel ist es bestimmt hart, dass ihre Schwester jetzt nicht bei ihr ist. Ich wünschte, wir könnten das ändern. Diese ewige Warterei und das Nichtstun, das macht mich ganz verrückt. Da war doch dieses TV-Team vorhin. Hm? Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, Caroline zu erreichen. Aber Henning, du hast doch vorhin selbst gesagt... Komm mit in die Cafeteria, ich erklär's dir. Guten Tag, Frau Dorn. Guten Tag, Fräulein von Sternig. Sie wohnen wirklich edel hier. Sehr repräsentativ, Ihr Zuhause. Besten Dank. Können wir nun zur Sache kommen, anstatt uns weiter mit diesem Smalltalk aufzuhalten? Ich habe nichts dagegen. Haben Sie den Schuldschein von Heino Toppe dabei? Mhm. Genau wie wir es besprochen haben. Hier ist er. Bitte. Aber Sie bekommen ihn erst gegen das Geld. Ich nehme an, Sie bevorzugen Bares. Das wäre mir in der Tat lieber. Hier, bitte. Besten Dank. Sie sollten ihn gut aufbewahren, wenn Sie das Geld von Heino jemals wiedersehen wollen. Er geht mit Schulden äußerst nachlässig um. Wissen Sie was? Da habe ich ganz andere Pläne. So, ich denke, damit ist die Sache erledigt. Und von nun an lassen Sie Herrn Toppe bitte in Ruhe. Oh, persönlich habe ich nichts gegen Heino. Ganz im Gegenteil. Ich wollte nur, dass er sich an unsere Abmachung hält. Eine Sache verstehe ich allerdings nicht. Bitte? Sie haben Ihren Freund offenbar sehr gern und tun eine Menge für ihn. Seltsam, dass er kein Vertrauen zu Ihnen hat.
Ding sieht klasse aus. Das ist nicht so eine sterile Messehalle, wo man am liebsten gleich wieder wegguckt. Genau das war der Punkt für mich. Hallo zusammen. Hallo. Und, Geschäftsessen erfolgreich abgeschlossen? Ja. Na, geht's schon wieder um Philips Topmodell? Findest du es nicht gut? Diese Konstruktion aus Stahl und Glas, das ist echt mal eine andere Architektur. Ja, da sind wir völlig einer Meinung. Ich meine, für eine Messehalle ist das wirklich was Besonderes. Der Bau würde wahrscheinlich Furore machen. Und warum willst du es dann für den Wettbewerb nicht einreichen? Also, noch einmal, wer den Wettbewerb gewinnt, bekommt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch den Bauauftrag. Und Philips Modell zu bauen, würde die Möglichkeiten unserer Firma überfordern. Könntet ihr nicht mit anderen Firmen zusammenarbeiten? Das wäre theoretisch möglich, nur bliebe dann kein Gewinn mehr. Und Brandner Bau vergrößern? Dann wäre ein so aufwendiges Projekt doch kein Problem. Und wo bitte soll das Geld für die Investitionen herkommen? Ihr könntet Kredite aufnehmen oder Clarissa fragen. Tja, Clarissa werde ich niemals um so etwas angehen. Und was die Kredite betrifft, das ist mir zu riskant. Wenn irgendetwas nicht aufgeht, sind wir pleite. Na, wenn du meinst. Ja, mag sein, dass ich da wirklich nicht genug Erfahrung habe. Die Firma steht im Moment sehr gut da. Und es gibt genug Raum für deine Fähigkeiten. Ich bin froh, dass du da bist. Okay. Schwamm drüber. Es wird einen anderen Wettbewerb geben. Genau. Und bei dem Wettbewerb wird unser gemeinsames Modell unschlagbar sein. Und? Erfolg gehabt? Ich bekomme das Geld morgen von einem Kredithai. Aber ob ich bei den Zinsen meine Schulden je wieder loswerde? Was wollen Sie denn schon wieder hier? Meine Frist geht doch bis morgen. Vergessen Sie Ihren Termin. Sie wollen das Geld sofort. Ich habe das Geld bereits. Ich möchte mich nach einem Kostüm umschauen in Größe 40. Was soll das heißen? Ich möchte ein Kostüm kaufen. Nein, ich meine das mit dem Geld. Ja, hat Ihnen Ihre süße Freundin nichts davon erzählt? Sie hat Ihre Schulden auf einen Schlag beglichen. Was? Ja, da haben wir doch eins. Alles in Ordnung? Ich weiß es nicht. Kat hat meine ganzen Schulden bezahlt. Ist doch prima. Oder etwa nicht? Hast du ihr etwa erzählt, dass die Frau Dorn mich wieder bedroht? Sag mal, spinnst du, hast genau gewusst, dass ich das nicht will? Jetzt komm mal wieder runter. Kathi hat sich bei mir ausgeheult, wie sehr sie dich vermisst. Ja, und du bist natürlich wieder drauf reingefallen. Sie hat's ernst gemeint. Ach, was? Kathi will nur ihr schlechtes Gewissen beruhigen. Jetzt übertreibst du aber wirklich. Kathi denkt noch immer, sie kann mit Geld alles regeln. Aber mit mir läuft das nicht. Guten Tag. Grüß. Philipp, was für eine angenehme Überraschung. Ich bin sehr gespannt. Konnten Sie Arno mit Steffis Hilfe überreden? Leider nein. Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn Steffi das geschafft hätte. Sie hat sich sehr bemüht. Das tut sie meist, bitte. Allerdings hatte sie diesmal auch eine fast unlösbare Aufgabe. Ihr Entwurf ist wirklich sehr überzeugend. Aber mit den finanziellen Mitteln von Brandner Bau kaum realisierbar. Das ist mir vollkommen klar. Und warum legen Sie sich dann so ins Zeug? Weil es eine einfache Lösung gibt. Und die wäre? Sie könnte mit einer kleinen Finanzspritze das Kapital der Firma erhöhen. Warum sollte ich das tun? Die Rechnung ist ganz einfach. Wenn wir meinen Entwurf durchziehen, hätten Sie ein preisgekröntes Vorzeigeobjekt. Und das wird lukrative Folgeaufträge nach sich ziehen. Sie sind wirklich ein Geschäftsmann. Kann ich also mit Ihrer Unterstützung rechnen? Ich werde Sie nach allen Kräften fördern. Aber was dieses Bauprojekt angeht, davon müssen Sie Arne schon selbst überzeugen. Das werde ich auch schaffen. Schön, dass ich dich treffe. Kannst du mir mal erklären, was der Aktion mit Eva Dorn soll? Ich wollte... Mann, was mische ich einfach in mein Leben ein? Habe ich dich um irgendetwas gebeten? Ich wollte dir doch bloß helfen. Vielen Dank, ich kann alleine für mich sorgen. Verdammt nochmal, ich bin doch für deine Schulden genauso verantwortlich. Schließlich hast du den Unfall mit dem Flieger meinetwegen gebaut. Du willst mit dem Geld doch nur dein schlechtes Gewissen beruhigen.
Weil du mich verdächtigt hast. Ich habe mich doch schon mehrmals bei dir entschuldigt. Es tut mir leid. Mir diesen Schwachsinn zuzutrauen. Ich brauche Geld, also werde ich zum Erpresser. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Ich brauche keine Hilfe von niemandem. Es tut mir verdammt weh, dass du dir niemals helfen lässt. Kapierst du denn nicht, dass du dir mit deinem blöden Stolz immer alles selber kaputt machst? Ja, für dich ist Stolz ja auch ein Fremdwort. Du kommst hierher und willst mich kaufen. Aber bei mir funktioniert das nicht. Kapier das endlich! Hallo. Hat Caroline sich in der Zwischenzeit gemeldet? Nein, leider nein. Und der Aufruf nach Caroline ist aufgezeichnet? Vor ungefähr einer Stunde. Er müsste eigentlich gleich gesendet werden. Wie hast du das eigentlich erreicht? Im Krankenhaus war ein TV-Team. Die wollten eigentlich einen Fußballer interviewen. Das hat mich auf die Idee gebracht. Ja, Henning hat den Reporter damit geködert, dass es um etwas Spektakuläres geht. Was hast du ihm denn erzählt? Dass ein berühmter Chirurg eingeflogen wird, dass es sich um eine besondere Krankheit handelt. Naja, ich habe ihn halt versucht zu überreden. Hm. Hauptsache, sie sieht den Aufruf. Es müsste eigentlich gleich anfangen. Ich wollte den Wagen ein bisschen sperren. Ich hoffe, es wird schwer sein, ein Taxi zu kriegen. Können Sie mal rein telefonieren? Kommen Sie bitte herein. Ja, hallo Mohr nochmal. Ist Professor Brunner mittlerweile zu sprechen? Noch immer nicht. Wie lange dauert das denn noch? Ja, aber... Gut, ich melde mich da nochmal. Wiederhören. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Schicksal heute. Unser erster Beitrag handelt von der dringenden Suche nach einer Frau, deren Schwester schwer erkrankt ist. Mehr dazu sagt uns unser Reporter. Liebe Zuschauer, auf diesem märchenhaften Schloss spielt sich zurzeit eine menschliche Tragödie ab. Die Menschen, die hier leben, sind in Aufruhr. Graf Henning von Anstetten, der Erbe von Schloss Friedenau, sucht verzweifelt nach einem ganz bestimmten Menschen. Ist das deine Meinung? Ja, du denkst doch immer nur an dich. Alles muss nach deiner Pfeife tanzen. Und wenn es mal nicht läuft, dann setzt du dein Geld ein. So siehst du mich, ja? Du musst eines endlich mal kapieren. Du kannst nicht alles kaufen. Liebe gibt es nicht gegen Geld. Ich habe ja wirklich geglaubt, ich könnte dir helfen. Aber du hast ja völlig recht. Ich habe dabei nur an mich gedacht. Wenigstens gibst du es mal zu. Ja, genau, weil ich nämlich total egoistisch bin. Ich kann es nicht ertragen, wenn dir was passiert. Und weißt du auch wieso? Mann, weil ich dich liebe. Und du fehlst mir. Wieso kapierst du, Idiot, das denn nicht?